bin in einem Musikerhaus aufgewachsen. Mein Vater, meine Mutter, mein Vater war Pianist, meine Mutter Sängerin, mein Onkel, mein einziger, war Pianist, mein Bruder war Organist, der war aber noch gar nicht da, der ist 8,5 Jahre jünger als ich. Und ich, wir haben alle Musik gemacht und alle Feste waren einfach voll, voll, voll Musik. Erst ist der Hase aufgewacht. Und dann? Erst der Hase. Und er sagt: Nein, ich gang mir lieber fort. Fort, ein Fuchs den Magen knurrt. Ein Fuchs ist ein Fuchs, so ist es halt. Drum gang ihn lieber, drück ihn wahr. Diese Pioniere in diesen 70er Jahren, die stark auch von einer Reformpädagogik geleitet waren, von dem Aufbruch, die haben eigentlich das ausprobiert und haben es kultiviert in ihren Personalkonzepten. Und da sehe ich wirklich bei Gerda Bächli diese Selbstlosigkeit, diese, ich schreibe Lieder und nehmt sie und arbeitet mit denen. Das sind nicht meine Lieder, sondern das ist ein soll ein aufgefüllt, mit Leben aufgefülltes musikalisches Erlebnismaterial sein. Mir liegt daran, dass ein Lied die Geschichte strukturieren hilft, dass es die Geschichte begleitet. Mit einer einfachen Tonart, mit einem einfachen Rhythmen. Und ich würde sagen, dann es dem Moment überlassen, ob man es ein bisschen anders machen will, ob man einen Akzent vorgeben will, ob man mal plötzlich ein bisschen anders singen will. Das sind andere Sachen. Lieder sollten offen sein. Der Dreh, der Dreh, der Drehorgelmann, er dreht mit seinen Händen, er dreht mit seinen Schultern, er dreht mit seinen Armen, er dreht mit seinem Kopf. Wenn sie ihre Lieder singt, dann ist sie eins mit ihren Liedern. So kannst du das auch sagen. Und darum ist es echt. Und was echt ist, das beeindruckt doch die Leute. Sie hat ungefähr 20 Jahre bei den Sommerkursen mitgearbeitet und viele sagten, sowohl die Lieder, das Repertoire als auch die Art, wie sie unterrichtete, war so nahrhaft und nährend, dass die davon ein ganzes Jahr profitieren konnten. Also die Kinder haben immer wieder unglaublichen Spaß an den Liedern von Gerda. Ich bin jedes Mal sehr überrascht, wie die Kinder drauf abfahren. Die Texte sind handwerklich kompromisslos gemacht. Das ist eine kindliche Sprache, kindgemäße Sprache. Es spiegelt die Lebenswelt der Kinder wider. Sie nehmen das und es ist sofort ihrs. Nachts ist alles dunkel, nirgends brennt ein Licht. Und die vielen bunten Farben sieht man nicht. Doch am Himmel oben ist es wunderschön. Tausend Sterne kann man funkeln sehen. Es gibt wieder einen Ohrwurm. Also Gerda hat tatsächlich Ohrwürmer geschrieben. Ja. Also schon. Tanzen, 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 komm, 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 komm,
Mich hat einfach beeindruckt, wie Gerda Bächli ein Leben lang aktiv war, wie sie sich immer wieder aufmachte, Neues zu lernen, wie sie sich einließ auf Menschen, auf neue Themen, wie sie gewundrig war, lebenshungrig eigentlich. Ja. Und wie sie dann altes Wissen und Erfahrung verknüpfte mit dem Neuen und etwas Neues daraus machte und charismatisch wirkte. Wir gehen tanzen, tanzen, tanzen. Komm, wir gehen tanzen, du und ich. Eine Frage, die ich immer bei einem Kollegen oder bei jemandem, der mit behinderten Menschen arbeitet, die ich mir immer stelle, wie kommst du dazu, dass du mit diesen Menschen, die nicht so sind wie alle anderen, dass du mit diesen Menschen arbeitest? Das ist ein reiner Zufall, erstmal. Reiner Zufall, ich war von Hamburg, wo wir wohnten, gerade damals. Wir haben überall ein bisschen drum gewohnt. Bin ich nach Zürich gekommen und mein Bruder sollte in der Anstalt für Epileptische, hieß das damals noch, die Epilepsieklinik, sollte er ein Konzert geben und war krank und hat gesagt, kannst du nicht einspringen? Und am Schluss dieses Konzertes sagte sie mir, ich muss Ihnen etwas sagen, mein bisheriges Leben war ein einziger Pfusch. Ich muss etwas Neues beginnen, ich komme zu Ihnen zu arbeiten mit Musik. Ich war sehr stolz, dass ich eine Mitarbeiterin hatte, die einfach so eine Ausstrahlung besitzt. Und sie war in der ganzen Institution einfach bekannt. Die Gerda Bächli mit ihren Taschen, mit ihrer Handorgel. Also sie hat wirklich den Weg geebnet für die Musiktherapie. Mhm. Also wir haben sicher, wurde viel gesungen im Wagrenhof. Ja, Sonnenkörper ist wie ein Instrument, wo man immer viel zu wenig schätzt und kennt. Auch das war ein ständiger Fluss eigentlich von inspiriert werden von den Behinderten und neue Ideen zu kreieren, neue Lieder zu kreieren. Und das gibt mir so das Bild von Gerda. Sie hat einen Impuls, setzt um. Sie fragt nicht, macht man das, gehört sich das, soll ich das, sondern sie macht es gerade. Und das macht das Lebendige, Kreative aus. Sie spürte einfach, wo diese Menschen stehen und konnte das umsetzen auf eine sehr, sehr geführte, sehr souveräne, sehr ruhige Art. Das ist Rosemarie. Sie hat große Freude an Musik, aber es war nicht ganz einfach, mit ihr anzufangen. Sie verstand keine Sprache, sie konnte nicht sprechen, sie konnte sich nicht voll bewegen, eigentlich nur den einen Arm und den einen Fuß. Und sie war auch noch blind, man konnte ihr eigentlich auch nichts zeigen. Aber sie war sehr musikalisch und hatte Freude dran. Und wenn sie dann da ist, dann legt sie ganz vorsichtig die Hände auf die höchsten Tasten. Da weiß man, jetzt ist sie da. Das gilt nicht. Das ist keine Anmeldung. Jetzt ist sie da. Und da ist sie wieder. Sie hat gemerkt, die Generalpause und das andere. Jetzt möchte ich, habe ich wieder in den Anfang reingespielt, um zu sehen, ob sie es jetzt noch weiß. Sie lacht. Auf die Art kann man auch Spaß haben, wenn man gar nicht sprechen kann und wenn man sehr, sehr, sehr behindert ist. Sie hatte ein großes Vertrauen, dass Musik etwas bewirkt und auslöst. Es ist ganz wichtig, davon herunterzukommen, was man schon weiß und auszuprobieren, was man nicht weiß. Und wenn es dann halt mal ein bisschen schief geht, dann zu sagen, naja, das ist jetzt schief gegangen. Fangen wir wieder an, fangen wir was Neues an. Etwas Neues anfangen,
auch wenn man alt ist, etwas Neues anfangen, das sollte man unbedingt lernen. Schon in der Schule, schon im Kindergarten und schon im Elternhaus. Lass meine Luftballon fliegen, schon steigt er hinauf.